Willkommen zurück, Freunde des übernatürlichen Spaßes. Heute mal wieder mit 13 unlogischen Dingen in Supernatural. Und ja, in Supernatural ist wirklich sehr viel unlogisch. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass mir so viele Punkte einfallen und ich rewatche es gerade. Und ja, vieles hatte ich auch übersehen oder vergessen. Dennoch interessant. Natürlich muss man hier wie immer sagen, bestimmte Punkte kann man natürlich erklären, mehr oder weniger. Habt ihr auch in den davorigen Folgen immer wieder versucht, zumindest bei bestimmten Punkten, teilweise erfolgreich und ich finde es immer lustig, mit euch darüber zu diskutieren. Also wie immer, gerne ab in die Kommentare mit eurer Meinung und an der Stelle schreibt auch gerne weitere Punkte, die euch aufgefallen sind. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, holt es gerne nach, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen und Mitglied könnt ihr auch werden. Aber damit würde ich sagen, fangen wir direkt mal an. Der erste Punkt betrifft Lucifer und die Prinzen der Hölle und zwar: Warum hat er sie nicht vorher geholt? Ja, wahrscheinlich waren sie dann noch nicht wirklich existent und man hat sich die Prinzen wahrscheinlich ja später ausgedacht. Aber dennoch, warum hat er sie nicht vorher geholt? Ich meine, selbst Crowley ist ja in Universe direkt zu Ramiel und hat ihm den Thron der Hölle angeboten. Also, warum hat das Lucifer nicht vorher getan? Also, mindestens Dagon hätte sich ihm angeschlossen. Also, wirklich Sinn ergeben tut das ja nicht. Der nächste Punkt betrifft Jodie und zwar, warum hat sie keine Dämonenschutzsigille als Tattoo oder irgendein Talisman? Bei Jack hat man ja auch versucht, das Ganze zu tätowieren und danach kam man ja nicht auf die Idee, ihm irgendein Talisman zu geben, obwohl sie anfangs auch welche hatten. Es ergibt einfach keinen Sinn, dass sie daran nicht denken und dass Jodie keins hat. Wie gesagt, meiner Meinung nach auch irgendwie unlogisch. Ich meine, die Weird Sisters und Jodie sollten definitiv welche haben. Der nächste Punkt, warum hat Crowley keine Seele und bei Dean wird gesagt, dass er eine Art Dämonenseele hat. Also haben Dämonen jetzt eine Seele oder nicht? Und so wirklich seelenlos wirkt ja Crowley auch nicht. Gut, Donatello ja auch nicht so richtig, der Prophet. Aber gut, dennoch ein bisschen schwer zu erklären. Ich denke, wie gesagt, dass hierbei eine Dämonenseele einfach so von der Finsternis korrumpiert ist oder wie man es sehen will, dass sie halt nicht mehr als normale Seele zu betrachten ist. Der nächste Punkt, warum zerstört Crowley die Lanze des Michaels, die Lucifer töten kann? Ich meine, es gibt nicht viele Waffen, die einen Erzengel töten, darunter Erzengelklingen, vor denen Fergus eben keine hat. Und warum zerstört er die Lanze des Michaels? Ich meine, gut, Crowley wurde zu einem Helden, ergibt schon irgendwo Sinn. Aber dennoch, warum killt er da vorher nicht wenigstens Lucifer mit? Es hätte mehr Sinn ergeben, aber gut, Crowleys Entwicklung. Der nächste Punkt, warum ist Deans erste Reaktion auf Jack, auf ihn zu schießen? Das ist ein verdammter Nachfiel, deine Kugel bringt nichts, du wirst ihn nur wütend machen. Und ganz ehrlich, was ist das für eine erste Reaktion? Du kennst die Finsternis, du kennst Gott, Leviathane, Erzengel. Warum schießt du direkt auf ihn? Denk doch einen Moment mal nach, Dean. Und warum hat Asmodeus eigentlich noch Lucifers Narbe? Ich meine, ist er noch in seiner allerersten Hülle? Oder überträgt sich die Narbe auf die Hüllen? Also, der hat doch immer noch die Narbe. Und wie kann das sein? Ich meine, als ob er seit tausenden von Jahren dieselbe Hülle hat, als ob er da nicht mal wechselt. Es ist irgendwie merkwürdig. Vor allem, weil Azael zum Beispiel die ganze Zeit Hüllen gewechselt hat. Warum sollte das Asmodeus eben nicht tun? Und warum regeneriert er sie dann nicht irgendwie? Also, ganz ehrlich, das sollte er zumindest können, spätestens mit Gabriels Gnade. Aber gut. Nächster Punkt ist eher lustig, Cass ist verwirrt wegen Netflix-Serien wie Orange is the New Black, eine Serie, die ich nicht allzu sehr mag, aber er kennt doch über 10.000, wahrscheinlich sogar 100.000 Serien, Bücher, Filme durch Metatron, sogar Star Wars kennt er, wahrscheinlich auch unserem Content, also warum ist er so verwirrt von Serien? Er sollte sich doch mit sowas einigermaßen auskennen. Wenn nicht sogar richtig gut, weil wie gesagt, er hat ja das Wissen von Metatron und der hatte ja die ganzen Jahre nicht allzu viel zu tun. Und kennt ja gefühlt alles, was man lesen oder schauen könnte. Und wie gesagt, es ist unlogisch. Der nächste Punkt betrifft wieder Chuck, der, wie wir schon in den letzten Episoden von Unlogische Dinge in gemerkt haben, naja, es ist kein besonders intelligenter Charakter teilweise. Warum tötet er Jack, anstatt ihn aus der Existenz zu löschen oder ihm seiner Gnade zu berauben, was man sogar vor seiner Geburt so gesehen als Idee hatte, ihn quasi menschlich zu machen? Ich meine, wenn er stirbt, kommt er einfach in die Leere. Ich meine, die Leere kann ich sogar selbst freigeben, wenn sie will, wie bei Castiel. Man kann ihn aber auch zurückholen. Also, wenn er so viel Angst vor ihm hatte, warum hat er ihn einfach gekillt und nicht ausgelöscht? Beziehungsweise einfach die Gnade genommen und ihn dann sogar ausgelöscht. Damit würde er sich selbst stärken und eben Jack auslöschen.
Der nächste Punkt ist, warum hält ein random Michael aus, ohne zu verfallen? Also ihr wisst schon, der Michael von der anderen Dimension. Und warum können sich Leute wie Bobby, Charlie und Co. überhaupt nur gegen Engel behaupten, wenn dieser Michael noch weniger Spaß versteht als sowieso schon? Der wird sie doch einfach auslöschen. Was interessieren ihn irgendwelche Menschen, die Widerstand leisten? Allgemein ist dieser Michael ja auch nicht besonders schlau. Ich glaube, die Intelligenz hat er wirklich von Chuck bekommen. Warum zapft er nicht Jacks Gnade einfach ab und versucht ihn zu überreden? Also, warum? Das würde ihn erstens selbst stärken, hat man ja bei Lucifer später gesehen. Und er könnte ja selbst das Portal öffnen, dann bräuchte er auch keinen Jack. Und wie gesagt, der Punkt mit den Hüllen, naja, bei Lucifer hat man doch schon wieder dran gedacht, bei Vince Vincenti. Später wieder doch nicht, weil Jimmy Noveks Hülle ihn einfach aushält. Gut, sagen wir, sie ist stark, aber sie ist nicht die perfekte Hülle. Und wir wissen ja, dass zumindest die beiden ihre perfekte Hülle brauchen, also Sam und Dean. Also, was ist da los? Der nächste Punkt, Dean wundert sich, dass es engeltötende Kugeln gibt, obwohl Crowley das schon mal genutzt hat. Also Crowley hat ja schon mal die Angel Blades eingeschmolzen und Angel Killing Bullets daraus so gesehen geschmolzen. Also, warum haben sie erstens den Prozess nie wieder wiederholt? Das ist irgendwie auch unlogisch. Und warum wundern sie sich, Crowley, der als einer der intelligentesten Charaktere wohl zählt dadurch, hat es als einer der wenigen schon getan. Also warum wundern sie sich? Und wie gesagt, sie hätten das auch selbst nachmachen können oder von Crowley machen lassen können. Ja, die Kanonen fliegen sowieso dauernd weg. Aber ganz ehrlich, wenn sie sowieso mit Knarren und anderen Schusswaffen rumhantieren wollen, dann ganz ehrlich, nutzt doch wenigstens Kugeln. Ihr habt doch sowieso 1000 Engelklingen. Ich meine, selbst die Schauspieler haben 1000 Engelklingen, die nehmen ja die ganzen Requisiten immer mit nach Hause. Und den Supernatural halt auch, deshalb, es ist halt lustig, aber come on. Und wenn wir schon dabei sind, auch so ein kleiner Punkt, warum warnen sie beispielsweise Hexen und dergleichen immer vor, dass die Kugeln sie töten? Schieß doch einfach drauf, die werden wahrscheinlich nichts tun, weil sie sich denken, ach, was will er mit seiner Kanone? Und am Ende stirbt man. Ich meine, gut, bei dem Colt geht man eh davon aus, weil den kennt ja fast jeder, was irgendwie auch unlogisch ist, aber gut, den kennen halt viele. Aber wenn man eine normale Kanone hat, da geht man nicht unbedingt davon aus. Von daher nimmt man einfach den Überraschungseffekt. Warum? Für gar nichts. Der nächste Punkt betrifft wieder einen Engel, die sowieso mit das Unlogische sind. Also, warum regeneriert die Gnade von zum Beispiel Sister Jo, also Aniel, ihr wisst schon, die Frau von Jensen Ackles, die einen Engel gespielt hat, warum regeneriert ihre Gnade so schnell, aber Lucifers nicht? Ich meine, ja, natürlich ist er stärker, seine Gnade ist krasser, aber er soll dadurch auch krasser regenerieren. Also, er hat ja ein Stück weit seine Gnade noch behalten, nur hat halt Michael das meiste davon abgezapft. Aber warum regeneriert die Gnade bei normalen Engeln so schnell? Vor allem, warum regeneriert sie bei Aniel so schnell? Bei anderen Engeln hat sie ja auch nicht so schnell regeneriert wie bei Castiel zum Beispiel. Also, schwierig. Und das Letzte ist, der Plan des Todes sieht vor, dass Jack die Herzen von Grigori, also die Elite-Engel, die etwas über Seraphim stehen, frisst, die mit den Engelschwertern also. Nur ist das Problem dabei, dass die meisten von ihnen ausgelöscht sind und ihre kombinierte Energiequelle Jack nicht ausreichen würde, um Gott zu töten. Ich meine, man muss ja berücksichtigen, dass Jack Michael absorbiert hat, der wiederum Lucifer überlegen war und dennoch war er nicht stark genug. Also ganz ehrlich, der Plan ergibt einfach keinen Sinn, die Grigori würden ihn nicht annähernd genug stärken. Die einzige Möglichkeit wäre halt in dem Fall, dass er irgendwie es schafft, Emera für sich zu gewinnen oder anderweitig das Ganze schafft. Ich meine, im Endeffekt hat er ja auch so gesehen, ja, auch Chuck besiegt. Aber dennoch, er war halt am Anfang nicht stark genug und was sollen da ein paar Grigori schon dran ändern? Aber gut, das wären auch so fürs Erste wieder mal alle Punkte. Ja, wir haben auf jeden Fall schon wieder einiges aufgezählt. Wie gesagt, ein paar Punkte davon kann man ja erklären, wie ich bereits erwähnt habe, aber sie sind dennoch unlogisch. Man kann sie vielleicht einigermaßen out of universe, teilweise in universe erklären. Wie gesagt, unlogisch bleibt unlogisch. Deshalb würde ich sagen, eure Meinung dazu in die Kommentare. Und damit würde ich sagen, das nächste Video erscheint, wenn etwas Unlogisches passiert. Also in Supernatural die ganze Zeit. Aber gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.